Dienst in Eis und Schnee. Der Hochgebirgszug im Winterkampf. Der Truppenübungsplatz Reiteralp in den Bayerischen Alpen. Hier übt der Hochgebirgszug des Gebirgsjägerbataillons 231 aus Bad Reichenhall den Winterkampf. Die Männer dieses Spezialzuges sind die Experten der Gebirgstruppe, wenn es um Kampf und Bewegung im hochalpinen Gelände geht. Was den Hochzug besonders macht, ist, dass wir uns dort bewegen können, wo sich kein anderer mehr bewegt und auch dort kämpfen können. Während ihres einwöchigen Aufenthaltes üben die Soldaten die gesamte Palette des Winterkampfes. Bei Schnee und Kälte leben, bewegen, kämpfen. Die größte Schwierigkeit erklärt der stellvertretende Zugführer. Der Punkt, warum im Winter alles länger dauert, ist der Schnee kommt überall hin, den hat man außen an der Kleidung, innen an der Kleidung. Der Schnee geht in die Waffen rein. Es kann sein, dass die Waffen gefrieren. Also wir haben im Winter einfach das ganze Level höher und schwieriger. Ihre Skier sind für die Bergspezialisten im Winter das wichtigste Fortbewegungsmittel. Nur so kommen sie durch Eis und den teilweise meterhohen Schnee. Deswegen müssen die Anwärter und Soldaten des Hochzuges besonders gute Skifahrer sein. Um ein schnellstmögliches Vorankommen zu sichern, bedienen sich die Reichenhaller Gebirgsjäger jedoch auch technischer Hilfsmittel. Unser Skido, unser Schneemobil, das hat 70 PS, Zweitaktmotor, ist ungefähr 250 Kilo schwer. Wir benutzen es hauptsächlich für den Transport von Material, für das haben wir extra einen Anhänger, den wir hinten dran schnallen können. Und auch zum Transport von Truppen, für das wird hinten an die Anhängerkupplung ein Seil angebracht, ein Bergseil. Und daran kann man dann eine komplette Gruppe mit maximal 10 Mann im sogenannten Skiering, das heißt, die Soldaten hängen sich an das Seil und werden damit irgendwo hingezogen. Nachts sinkt die Temperatur bis weit unter den Gefrierpunkt. Um der Kälte trotzen zu können, steht auch der Iglubau auf dem Ausbildungsplan. Die Schallungsiglo bauen wir so. Wir haben jetzt einen Haufen aufgeschaufelt, weil wir eben die Schneemenge nicht haben. Wir haben jetzt eine Schneehöhe von ungefähr 2,20 Meter. Wir haben jetzt in der Mitte vom Iglo oder von unserem Schneehaufen ein Loch gegraben bis zum Boden runter. Ungefähr ein Durchmesser von einem Dreiviertel Meter. Wir haben dazwischen jetzt vor unserem Eingang einen Durchgangstunnel gegraben, sodass, wenn wir dann quasi das Iglo dann ausbauen, den ganzen Schnee durch das Loch durch wieder rausschütten können. Unter dem Schnee hat man maximal eine Kälte von 0 Grad. Da kann es nicht kälter werden. Wenn man natürlich dann auch die Personen drin sind, kann es sogar noch bis zu plus 1 Grad, plus 2 Grad wärmen. Wenn man so natürlich auf dem Schnee mit einem Zelt schläft, dann hat man die komplette Außentemperatur von irgendwelchen Minusgraden. Und so ist es natürlich angenehmer für die Soldaten, dass es einfach wärmer ist. Nach einer fordernden Woche in Eis und Schnee haben sich die Männer eine Ruhepause redlich verdient. Denn um das konstant hohe Niveau des Hochgebirgszuges zu gewährleisten, steht die nächste Ausbildungsetappe schon vor der Tür.